Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, hat wieder jemand meinen Kanal abonniert? Wir haben jetzt nicht mehr 337 Abonnenten, sondern 338 Abonnenten. Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Robin Hood. Ich mache das jetzt schon über 3 Jahre und habe fast, also bald haben wir 1300 Videos hochgeladen. Ja, ich muss noch einiges an Days Gone hochladen. Wenn ihr neu dabei seid, wir haben eine komplett neue Karte bekommen. Oder na, man kann auch sagen, die ist erweitert worden. Ach, hier ist der. Aha. Hier ist das. So. Ja, da können wir jetzt gar nicht mehr hochzoomen. Aber wir werden irgendwann wieder hier oben, ganz nach oben, auf die alte Karte kommen. Und ihr seht, wie groß das hier ist. Ja. So. Das ist hier ein See. Und in der Mitte ist die Festung. Hammergeil. So. Karre ist alles fertig. Triff dich mit Colonel Garrett. Wir werden die Welt zurückerobern. Und ich will jetzt eigentlich auch nichts sagen. Ich zeig euch mal die Waffen. Corporal, was brauchst du? Hey, Sergeant. Ja, wir sind jetzt Corporal. Und, ja, es ist hier eine Militärbasis und wir sind jetzt auch ein Soldat. Nicht nur ein Rocker, sondern auch ein Soldat. Wir haben heute den 10.12., 20.54 Uhr. Ich hab da mal eine Frage. Was bitte macht ein Typ von der Ostküste so weit hier draußen? Um ehrlich zu sein, ja. Ich hab mit einem Kerl aus Long Island gedient. Ihr seid unüberhörbar. Echt krass, oder? Ich sag dir was, Mann. Bevor das alles anfing, hatte ich diese Internetseite. You need guns, I got guns.com. Oh Mann, heilige Scheiße, daher kenne ich dich. Du hattest eine Fernsehsendung. Mein Alter hat sich die früher immer angeschaut. Hey, der gute Mann hatte Geschmack. Ganz genau, das war meine. Ich war im ganzen Land unterwegs, auf abgelegenen Waffenshows, Flohmärkten und so weiter. Abgelegener als hier geht's wohl nicht, oder? Da hast du wohl recht, was? So. Hey, was brauchst du? Ja, das Geile ist, wir haben jetzt natürlich ganz andere Waffen. Die schalten wir zuerst frei und die haben wir dann auch bei Level 1. Das dauert auch nicht mehr so lange. Na gut, doch, wir brauchen 5000 Punkte. Hier gibt es nachher noch ein Scharfschützengewehr, das ist aber absolut Spezialeinheitszustand, ja. Das ist mega. Das wird jetzt verglichen mit unserem Scharfschützengewehr. Na, die haben wir schon, Lil Stubby. Und dann kommen Eliminator. Wie eine Desert Eagle hier ungefähr. Mhm. Moment. Durchschlagskraft ist sie aber sehr stark hier. 20 Schuss im Magazin, das ist auch ordentlich. PDW, unglaubliche Präzision, schnelle Schussfrequenz und dabei noch eine gute Durchschlagskraft. Ein großes Magazin. Na und, hast du nichts Besseres zu tun? Also ich schon. Na, ich meine nur. Und ein geringer Rückstoß machen diese Waffe zu einer... Ja, und dann haben wir hier noch, das müsste... Was? Krass. Siebenläufige Schrotflinte. Oh. Siebenläufig. Ah, da müssen wir Level 3 sein. Das Spiel hat mindestens 60 Stunden Spielzeit. Und... Ja. Nichts, hä? Wir werden bestimmt 70 Stunden dafür brauchen. Ihr könnt euch auf Cyberpunk 2077 auf meinen Kanal freuen. Das wird kommen. Ich habe das Spiel schon und das wird der absolute Burner. Na gut, wir fahren da einfach hin. Hier kann man bestimmt das Motorrad, das haben wir jetzt noch nicht geguckt. Das werden wir noch machen. Kann man bestimmt auch noch
noch besser tunen jetzt hier in diesem Lager. Wo lang? Hier lang? Okay. Ja, ist sehr groß. Dann müssen wir den ganzen Berg hier hoch. Gut, dass wir das Motorrad genommen haben. Alter, das ist ein langer Weg. Mal gespannt, wo der hinführt. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim. Muss man auch mal so einen ganzen Berg hoch. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Herein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. Wir werden die Welt zurückerobern. Wie viel gab das? 1500? Das ist ordentlich. Guter Soldat. Wenn ich der Miliz beitreten muss, um herauszufinden, was hier los ist, werde ich es tun. So. Neuer Job. Das ist ein Job? Müssen wir mal schauen. Anscheinend schon. Alter, müssen wir hier ganz hin, wa? Nee, das ist auch Story. Schutz für die Schwachen. Die Hoffnung nie aufgeben. Begib dich in das Gebiet nördlich von Chemult. Corporal St. John, kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Captain, ja, Sir. Ah, das ist eine neue Story-Mission. Wo ist die denn? Die ist dort. Kann man da schnell hinreisen? Ja, kann man. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Es kann natürlich sein, dass hier auch noch ein Lager ist. Ein sehr weiter Weg. Ich will heute noch Cyberpunk 2077 runterladen. Ja gut, da oben... Ach, das ist noch was. Ein guter Soldat, lass den Scheiß... Vor der Tür. Begib dich zur Lost-Kabinenmine. Na gut, wir werden zuerst hier die Story machen. Dann werden wir dahin reisen. Müsste auch ein Camp sein. Ein anderes Camp. Es gibt noch mehr verschiedene Waffen. Werden wir sehen. Ja, ist auch ein Camp, geil. Er gehört zu Captain Khoury. Er kann rein. Genau. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf. Ey, so funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht mal. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereidigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also, Mann, sorry. Was machst du?
Naja, ich fahre da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, ey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John, Ende. Nein. Wir sind schon Level 1. Wir wollen erstmal die Targetszeit ändern. Wie Bosa so schön sagt. Ich glaube. Und schon wieder bereit. So, dann gehen wir erstmal die Waffen anschauen. Ob es hier andere gibt, das könnte sein. Ich finde das dann noch. Ich glaube, das Spiel ist ja schon über 30 Folgen Let's Played. So, was haben wir hier? Heute? Gehen wir ruhig hier mal ab. Bist du neu hier? Ich bin Rumi Ikeda. Deacon, oh, Deacon Rumi St. John. Bist du die Beutehändlerin von hier? Ja, genau. Wir freuen uns über jeden, der hilft, die Gegend sicherer zu machen. Gut, gut. Oh, verstehe. Viel Glück, Corporal. Danke. Hallo, Corporal. Was gibt's? So, Sergeant. Wollen wir noch mal gleich mal reinschauen hier. Bist du neu hier? Waffen gibt's hier gar nicht. Meine Freunde nennen mich Bergie. Deacon St. John, ja, ich bin gerade erst angekommen. Gut, Deacon St. John. Du machst deine Arbeit und wir werden gut miteinander auskommen. Auf jeden Fall. Okay. Ja, Ma'am. So. Brauchst du irgendwas? Vielleicht wird das irgendwann freigeschaltet, aber ich habe das auf einer anderen Map auch schon gehabt, dass hier keine Waffen waren. Verbesserung. Handwaffen, Schalldämpfer, alle Schalldämpfer, ne? Ja, Präzisionsmunition. Munition in Satteltasche. Boah, das haben wir noch gar nicht aufgefüllt. Das könnte man jetzt zum ersten Mal auffüllen in der Satteltasche. Fülle deine Bike-Satteltasche mit Munition. Genau. So. Dann müssen wir uns gleich mal anschauen. Voll. Voll. Nicht voll. Oh, eine gute Wahl. Okay. So, dann wollen wir die Mechaniker uns auch nochmal angucken, wenn wir schon dabei sind. Ah. Immer die Waffe bereit. Corporal St. John, ich hab dich hier noch nie gesehen. Lucas Monroe. Ja, ich bin gerade erst angekommen, Deacon St. John. Tja, sieh dich ruhig um. Ich hab alle möglichen Motorradteile, wenn du Punkte hast. Ja, danke. Moment. Ich muss mal eine Pfeife machen. Ein bisschen Bröseltabak und einen festen Grund rein. Mit normalen Tabak, damit da nichts durchkommt. In den Mund. Weil sonst kommt der Bröseltabak ins Maul. Und oben ein bisschen was reinbröseln und dann kann man günstig auch Geld sparen. Geht gleich weiter, meine lieben Freunde. Geduld ist eine Tugend. So. Mal schauen. Ich habe heute ein paar gute Sachen da. Yep, der gute alte amerikanische Sprit. Kommt sofort. Oh ja. Geil. Ab Level 2 gibt's hier Maximum. Haltbarkeit auch noch. Geil, neuer Zylinder kommt rein. Hammer. Wasserschaden hat das auch noch. Moment, was ändert sich vorne noch? Das wird natürlich noch dauern. Noch eine größere Tasche. Oh! Tank. 3 hatten wir. Das macht aber deutlich, schaut das mal an hier, von so bis so.
Boah, das ist der allergrößte. Tank 5. Der Swending-Tank. Ach, da geht's ja nachher nur noch um die Optik. Schätze, du schaust dich nur um. Geil. Ach, da ist das Baby drin. Ich habe ja das Swending auf meinem Kanal schon für euch auch und für mich auch Let's Played. Aber hier brauchen wir welches Level? Noch gar keins. Können wir sofort einbauen. Aber hier... Ja gut. Was haben wir hier? Da gibt's noch Level 3. Moment, wie sieht das aus? Krass sieht das aus. Lachgas. Gibt's auch noch eine Stufe stärker. Geil. Hier, Traktion. Schaut das mal an hier. Das sind ja richtige Enduro-Reifen. Könnte man auch schon kaufen. Wir brauchen Kohle. Hammer. Gabeln haben wir schon fertig. Kühler, das ist ja ganz neu. Was bringt das? Achso, Wasserschaden Verringerung. Können wir uns sogar kaufen. Alles klar, wenn du soweit bist. Ist ja sehr günstig, dann kaufen wir den. Oh, schön. Gute Wahl. Ah, Farewell Original. Silber Trophy. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe natürlich eine PlayStation 4. Und da werden die Trophys dann auch angezeigt. Genau. So, sind wir hier fertig. Achso, Optik. Inzwischen auch noch geile Sachen. Andere Felgen. Ach, ein anderer Auspuff. Den können wir uns schon kaufen. Ja, dadurch einen anderen Sound. Ein schönes Stück Ausrüstung hast du da. Bremsen. Boah, fette Scheibenbremsen. Boah. Schutzblech. Ach, das hier, ja. So, und dann haben wir noch Verkleidung. Okay, alles klar. Ach, Lackierung. Können wir nochmal reinschauen. Rahmenlackierung, ach so. Na, wir haben die... Ach nee. Individuell müssen wir haben. Aber ich weiß nicht, ob wir noch was Neues Ich erinnere mich, das ist die allerneueste. Nee, Lost Lake Camp. Moment. Die hatten wir. Ich glaube, nee, die hatten wir auch schon. Und das ist die ganz neue. Dann nehmen wir die. So, jetzt fertig. Yep. Ja. Jetzt können wir... Warum streikst du? Hier war doch irgendwo Story. Ich nicht an! Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht damit fertig? Corporal St. John. Fällt er dir so sehr? Pass auf dich willst auf, sie okay? Nochmal laufen? Nur zu, Prinzessin! Corporal, gut. Los. Ich brauche ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Ah, toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch, ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. So, mach das Kopfgeldziel ausfindig, Anderson. Oh, das geht weit in Süden. Ja, das werden wir natürlich jetzt noch machen. Hier ist die Satteltasche, da kann man jetzt... Hier ist Munition drin, seht ihr? Geil. Womit kann ich die? Erstmal mit Garnets. So, los geht's. Moment, ich öffne das Tor. Hey. Oh, Alter. Da müssen wir uns jetzt zurechtfinden. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also,
Wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja, tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelang Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht, nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Oh! Ich folge ihm. Was soll das davor? Du Blöder! Scheiße, was jetzt? Du Blöder, Alter! Der Scharfschütze. Hätte ich gedacht, dass er uns noch kriegt? Nimmt er noch? Jetzt aber nicht. Down! Jemand hat erwischt! Hey, tu nicht, das bringt irgendwas! Nein, ich auch nicht, nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Ich folge ihm, mal sehen, was er vorhat. Ah, verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Wow. Oh, verdammt, Taylor, was zum Teufel treibst du da? Da hinten ist euch sehen. Scharfschütze auf der Straße, scheiße. Ah, macht nichts. Oh, er sieht uns. Die Wahrheit wird euch befreien. Ah, böse. Wir müssen uns irgendwie einen anderen Plan ausdenken. Den will ich haben. Er muss weg. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ihr müsst wissen, dass die ganz hohen Tiere sich in verstecken. Moment. Und warten, bis die Freaks verreckt sind. Sie haben kein Essen verteilt oder ihre kostbaren Wähler gerettet. Ihr wisst, warum sie wirklich in der Macht sind. Sie retteten die Elite. Männer und Frauen, die kooperierten. Die sitzen unter der Erde und saufen Champagner, während sie warten. Während wir hier draußen verrecken, leiden. Nur damit Nero alles auf Anfang setzen kann. Aber eins haben sie unterschätzt. Wir sind nicht so dämlich, wie sie gedacht haben. Sobald sie rauskommen, um die Welt zurückzuerobern, wenn die Freaks weg sind, werden wir sie erwarten. Oh ja, das werden wir. Und sie werden bereuen, dass sie jemals rausgekommen sind. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Oh Gott, sogar hier unten kann man diesem beschissenen Radio Free Oregon nicht entkommen. Na, wie fühlt sich das an, verdammt? Die Arche der Nation. Da hinten noch Schrott? Nee. Gut, was ist denn das hier? Noch ein Lappen? Dich kann ich brauchen. Ja, klar. So, wo ist unser Bike? Haben wir jetzt überhaupt eine neue Nahkampfwaffe? Nee, haben wir noch nicht. Dann nehmen wir nicht den Vorschlaghammer, wir nehmen das Beil. Und meins. Nutschrott haben wir zum Reparieren. Ich habe das schon so weit gepusht, dass man auch nicht mehr so viel Schrott dafür braucht. Ich krieg das hin. Gut. Vier Schrott haben wir dafür gebraucht. Weiter geht's. Bleib da. Captain Corey, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter beschmutzt werden. Alles klar. St. John Ende. So. Können wir speichern? Gegner haben dich
bemerkt, ja. Aha, jetzt sind wir noch. Ja. Eine ganz neue Map, das ist natürlich hammergeil. Okay, Anderson, dann kann's ja jetzt losgehen. Hm, was wird's denn hier Schönes? Lavendel. Ich habe Aromatherapie. Ich habe so einen. Moment. Ich habe so einen Verdampfer für Aromatherapie. Tut man Wasser rein und mischt das mit so einem Extrakt. Meinetwegen jetzt Lavendel. Tut man ein paar Tropfen rein. Und dann. Das ist richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Düfte. Verändern den Geist. So. Ein Moment. Eine Fluppe gemacht. So. Weiter geht's. Oh, haben die hier ausgeweitet, wa? Aber ordentlich. Das ist ein Gegner. Speichern konnten wir nicht, aber wir werden sehen. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse. Was ist das? Ich bin im Oktober 40. Moment. Bin im Oktober 40 geworden und in dem Alter lässt man sich generell ein bisschen mehr Zeit. Okay, schauen wir uns mal um. Ja. Ja, Feuerwehrarzt. Schaden. Und die nehmen wir natürlich lieber. Was ist das hier? Ein Wolf, ne? Oh Mist. Wölfe. Ist es das nicht? Nee. Wir müssen da in den blauen Bereich rein. Hier könnten Gegner kommen. Vibriert das Pad. Das ist es. Schrott, ne? Na gut. Wo? Boah. Oh. Was ist denn das da? Schau dir das an. Schade, dass ich keinen Screenshot machen kann. Der Vogel war am Gebäude fest. Oh mein Gott, haben die Anderson gepackt? Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen? Haben wir hier schon? Ne, wir müssen wieder einen blauen Bereich haben. Die weißen Punkte sind das nicht. So, das müsste hier drin sein. Erstmal hier rein, damit wenn es geht. Na komm. Ja. Einen guten Tag. Eine Dose. Das ist immer gut. Da ist noch was drin, nö, ne? Da ist Max drin. So, haben wir hier. Aber. Manchmal gibt es ja auch Sammelobjekte. Da müssen wir uns ja auch. Da werden wir mal eine Folge machen, dass wir uns alle Sammelobjekte rein angucken. Oi! Wo ist unser Feuerwehrarzt?
Warum bist du hier nicht mehr? Oh, ich muss irgendwie einen anderen Weg in diese Höhle reinfinden. Der haut ab. Naja, das gibt auch infizierte Wölfe. Die greifen auch das Motorrad stärker an. Weiß ich mittlerweile auch. Nein! Ich muss in diese Höhle rein. Da reicht ein Schlag, ne? Kann man aber nicht. Jägerohr, seht ihr? Den kann man auch nicht ausweiden. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? Noch ein Plünderer-Camp. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Mehr Beute. Moment. Geil, wir sind unter einem Wasserfall. Alter, was ist denn das hier für ein Teil? Ey! Noch so ein Mikrorekorder. Notiz 1463. Wir sind bei Position 301 der Dead Coyote Lava. Ironischerweise so genannt, weil wir hier die Überreste eines Canis Lupus Mutans untersuchen. Oder Jäger, Bevölkerung. Hey, ich möchte einen von euch Typen mal was fragen. Uns Typen? Ja, naja, aus der Forschungsabteilung. Also, wie kann der Virus, springen? Sie meinen, von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische, neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Denken Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen? Speichel, Blut, Samen? Boah, wie ekelhaft. Er infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien und sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele Säugetierarten es gibt? Eine Menge, schätze ich. Ja, eine Menge. 5488, um genau zu sein, je nachdem, wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossums, Füchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, können infiziert werden und den Virus verbreiten. Mein Gott, was bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die geschwollenen und gedehnten supraglenoiden Tuberkel, die ulnare und radiale Tuberositas. Ein normaler Wolf, der kann 50 bis 60 Kilometer pro Stunde rennen. Der Bursche hier, der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrades zerkauen. Was das für uns bedeutet, Corporal, ist, dass wir froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser die als wir. Kommen Sie, verschwinden wir von hier. Ja, lieber die als wir. Dann lernen wir was über den Virus. Oh, noch ein Neuroinjektor. Gut. Oh, das ist geil. Jetzt nehmen wir Ausdauer. Boah, ich fühle mich schon viel stärker. Nice. Das hier außen, muss man außen rum, oder? Anscheinend schon, ne? Gut. Moment. Nee. Nee. Dann müssen wir außen rum. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? Oh. Down. So müssen wir jetzt. Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier jetzt richtig sind. Mal reinschauen. Mit außen rum. Ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt nicht wissen. Der Bereich war ja in.
kann nämlich sein, dass wir außen rum müssen, aber es sieht, glaube ich, nicht so aus. Das müssen wir jetzt nochmal abchecken. Wir haben 25% mehr Ausdauer, ein Viertel mehr. Hey, keine Sorge, ich bin noch nicht fertig mit euch. Hey! Ich komme wieder. Muss hier sein. Ja. Da geht's rein, ne? Hahaha. Sehr schön. Licht anlassen. So. Alter, wie das Hallen tut. Schön Beißkraft. Aber das hat er ja vorhin auch in der Videoaufzeichnung gesagt. Nicht Video, aber ihr wisst, was ich meine. So. Erstmal reparieren. Haben wir davon noch mehr? Wunderbar. Deswegen loote ich auch immer so viel, damit wir dann auch immer. So. Mal, was das jetzt alles bezwecken hat. Müssen wir da durch oder was ist hier noch los? Bestimmt eine Sackgasse. Nee. Komm. Könnte man weitergehen, aber ich will mir hier noch umgucken. Hier hätte man durchgekonnt, ne? Ja. Gehen wir einfach mal hier lang. Na? Und durch. Na also. Alter, was die hier für ein Sound hat. Moment, jetzt einen Zug nehmen. So. Berserkerschläger. Cool. Kommen wir gar nicht rein, ne? Nee. Eine lange Mission. Dann gehen wir mal. Hier lang? Nee, noch nicht. Moment. Das ist in so einer Höhle. Kann man sich nämlich auch verlaufen. Hier geht's weiter. Na? Oh! Haben wir schon. Komm! Ich hab mich gerade noch geheilt. So, ich hoffe, es ist irgendwo zwischengespeichert. Weil sonst wäre das echt übel. Ich konnte ja selber nicht speichern. Da muss zwischengespeichert worden sein. Ach, alter Vater, das ist doch... Naja gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Hier hat er zwischengespeichert. Hey!
Alter, wie erschrocken du. Böse Möse. Ja, trotzdem ist geil. War hier noch, ist er schon offen? Ja, der Injektor ist benutzt. Na gut, wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Insofern ist das Zwischenspeichern gut geklappt. So. Geht's da hoch oder was? Hier geht's hoch. Oder kommt von hier? Ich glaube, wir nehmen nicht die Axt. Probier mal so. Oh, von hinten, Alter! Ist das? Ich dachte, er kommt von da. Oh! Oh! Alter Vater, das ist richtig geil hier. Da schießt Adrenalin ins Blut, oder? Oder Testosteron. So. Da war doch noch was. So. Das ist gut. Aber wir müssen uns heilen. Na? Komm her. Nein! Oh, die sind übel. Richtig übel. Komm, komm, komm. Mann. Boy. Ah, wenn wir genug Verbände haben, ist das in Ordnung. Und jetzt gehen wir hier weiter. Wir müssen alles looten, damit wir auch genug Medizin haben. Dann ist das kein Problem. Mit der Shotgun, die zielt nicht immer. Also, die Zielhilfe ist nicht immer aktiv. Oi! So, jetzt so. Ei! Mistsack! Alter, zwei Treffer. Komm, heil dich doch! Ach so, hat er schon. Alter, bei sowas kommst du völlig aus dem Konzept. Können wir nicht reparieren. Das muss doch... Bald sind wir soweit. Ich glaube, hier sind wir vorher gestorben. Vorher. Haben es gleich geschafft. Hier hinten müssen wir nicht mehr lang. Wollen wir da mal durch? Glaub nicht. Wo soll ich das auch wissen? Hier gehen wir durch. Hier durchzwingen. So, jetzt. Na, jawohl. War super. Geht doch. Also, ich auch nicht nachladen. Da ist auch nicht bei dem Magazin drin. Die Waffe ist richtig geil. Hast du noch deine Milizarmbinde? Alter Vater, das war ordentlich. Und hier ist nichts mehr. Gut. Boah, Donner oder was? Oh, ein Bär. Oh, Scheiße. Rager, verdammt. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Ich glaube, mit dem wollen wir uns auch nicht anlegen, dass... Der kann sehr viel einstecken. Ah, der hat uns gerochen. Macht aber nichts. Der ist harmloser als so ein... Ach nee, das ist ein Mutierter, oder? Ich komme später wieder und erledige den Rest von euch. Siehst du? Wie schnell der bei uns ist, Alter. Boah, das Spiel so krass, habe ich es noch nie gehabt. Willst du da, du? Noch weg. Nein!
Nein! Nein! Oh, böse. So, positiv. Wir müssen zu unserem Motorrad. Nein! Weg hier. Verdammt. So, das war's jetzt aber. Oh, 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 oh. Naja. Benzin haben wir noch. Oh, ist in Ordnung. Fertig. Ein neues Gebiet, unsere erste Story-Mission war das. Ich glaube, wir können das ganz anders machen. Ja? Ja. Wunderbar. Noch ein Pfeifchen. Oh, das war trotzdem eine sehr geile Folge, also mit ein paar Schockmomenten sogar. Einen Moment. So. Er ist bei Curis Einheit. Mach auf! Hier werden wir die Beute mal abliefern. Corporal. Romy, oder? Ich muss einfach fragen, du 100. Scheinst sehr weit von zu Hause weg zu sein. Ich hab am Community College hier Theater studiert. Auf geht's, Schnabeltiere, auf geht's. Ich bin... war eine Austauschstudentin aus Yokohama, in Japan. Ja, das hatte ich mir gedacht. Ja, jedenfalls, wie man so sagt, weit weg von zu Hause. Oh, verstehe. Wiedersehen, Corporal. Gute Reise. Mhm. Hallo, Corporal. Was gibt's? Hey, Sarge. Captain... Ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Er ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Souvenirs. 2700, ordentlich. Kopfgeldjäger. Aber die war krass, die Kopfgeldjäger-Mission. Die Hälfte haben wir erst fertig. Kein Job. Wir kriegen aber eine neue Story-Mission. Ja, hier haben wir natürlich auch noch was. Das wird wahrscheinlich auch noch ein neues Camp sein. Und hier haben wir noch... ein guter Soldat. Das werden wir gleich machen. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Days Gone. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Ja, wieder ein neuer Abonnent dazugekommen, 338. Heute haben wir die 340er-Marke geknackt. Ja, wenn ihr an Gesundheit interessiert seid, da habe ich einen Ordner in meiner Playlist, der heißt Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Da kriegt ihr hin und wieder mal ein neues Gesundheitsvideo. Kenne ich mich jetzt nach ein paar Jahren schon sehr gut mit aus. Nehme auch viel Nahrungsergänzungen und habe einen Wasserfilter. Aber nicht nur Kalk oder so, der filtert auch Medikamentenrückstände raus. Und auch, wie nennt man das andere, was sie auf den Felder raufsprühen, Glyphosat. Glyphosat ist auch nicht mehr drin und Chlor auch nicht mehr. Na gut, das ist der Arcala-Quell. Bei Google einfach mal eingeben. Arcala Quell. Für zwei Personen kostet das Gerät
Ist alles ohne Elektro. Kostet 250 Euro. Der Filter muss alle 4 Monate gewechselt werden. Der kostet 45 Euro. Das sind im Monat, wenn ihr das Gerät kauft oder abbezahlt habt, ich mache es über Finanzierung, sind das nur 10 Euro im Monat für frisches Wasser. Ja, gut. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.